So, es wird gewaschen. Was benutze ich denn heute? Benutzen wir doch Blumare. Mama, auch Blumare. Blumare. Der macht auch Blumare. Das riecht, oh Gott, super, super gut. Gell, Schatzi? Bubelage. Der macht auch Bubelage. Was machst du? Auch Bubelage. So. Machen wir ein bisschen die Maschine an. Ah. 2 Stunden 38. So. Und ich habe einen neuen Spee. Habe ich im Laden gekauft. Schaut euch mal die Farbe an. Nee, Spaß. Das habe ich selber gemischt. Deswegen hat es so eine coole Farbe. Und es riecht auch super, super gut. Also wirklich gut, gut, gut. Was ich dazu gemischt habe, sage ich euch jetzt. Und zwar habe ich so viel Spee noch gehabt. So. Dann habe ich Baby Ariel noch reingemischt und noch Lenore Amethyst Blütentraum, und deswegen entsteht jetzt, ist diese Farbe entstanden, und ihr wisst nicht, wie das riecht. Das riecht einfach unglaublich, unglaublich. Oh mein Gott, schaut euch das mal an, richtig cool. Ich zeige es euch jetzt hier mal, wie das aussieht. Seht ihr das? Also einfach nur himmlisch, wie das hier aussieht. Also ich tue noch ein bisschen rein. Oha, das sieht super cool aus. Und ja, könnt ihr mal ausprobieren daheim, bis ich... Super nice. Und ja. Auf jeden Fall habe ich im letzten Video gesagt, dass ich ein Q&A mache, also Fragen und Antworten. Ihr könnt mir gerne schreiben, eure Frage an mich, was euch denn so interessiert. Es müssen nicht Sachen über Wäschewasche sein, ihr könnt mir auch andere Dinge fragen, und ich sammle dann alle Fragen und werde sie dann in einem Video... Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich wollte sagen, ich sammle dann alle Fragen und werde sie dann, wie gesagt, in einem Video beantworten. Und ja, stellt mir alle Fragen der Welt, was euch interessiert, und schreibt mir die Frage in den Kommentaren, und ich such sie mir dann alle aus, und jo. Dieser Weichspüler, das nenne ich Menthol. Ich hoffe, dass Fee Germany nicht schon einen Weichspüler hat, das Menthol heißt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich habe das Menthol genannt, weil das diese Farbe enthält. Was ich dazu gemischt habe, das habe ich in einem Video für euch festgehalten. Jo. Genau, da ist drin frische Schutz von Lenore, ganz, ganz wenig. Dann habe ich von Lenore weiße Lotusblüte Relax reingemischt, bis ungefähr bis hier, bis zur Hälfte. Und dann noch von Moon Amour, dann bis hier oben gefüllt. Und ich sag euch, Leute, das riecht einfach mega gut. Also krass. Und ich habe da noch, glaube ich, und dann habe ich noch den Sensitive auch noch reingemacht.
Ja, das ist mir zu wenig Wasser. Ich weiß, es kommt jetzt noch Wasser, aber ja, wird trotzdem zu wenig sein. Deswegen. Oh. Jetzt genug Wasser. Schaumig ist das auch. So, dann kommen wir zum Weichspüler. Und zwar habe ich hier natürlich meins, was ich gemischt habe, und von Feed Germany Cleopatra. Und ich werde natürlich auch Cleopatra benutzen. Das riecht, Leute, unnormal göttlich. Unnormal. Das kommt jetzt hier rein. Und ich mische das mit meinem Menthol-Weichspüler. Also blumig und frisch zusammen. So sieht das aus. Es riecht einfach unglaublich. So. Genau, und dann kommt sie zu. Es schäumt ein wenig, ich glaube, ich werde. Moment, ich suche kurz mal. Wo ist jetzt mein. Ah, hier. Ja, guck mal. Das ist jetzt natürlich viel Wasser und das bedeutet, es schäumt bald richtig stark. Deswegen.
rein, muss jetzt Weichspüler rein. Da kommt jetzt ein bisschen von Menthol. Und ein wenig. Oh, cool, ja. Und ein wenig von Cleopatra. So. Und jetzt kommt das hier rein. Egal. Dann machen wir jetzt hier zu. Also ich glaube, meine Tochter hat Fernsehen ein bisschen zu laut gestellt. Es riecht so gut. So, ich hoffe, euch hat die Mischung gefallen und ja, genau, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben.